Hey, wir sind Mojo So Dope und heute präsentieren wir euch Flappy Bird. Nein, wartet, die App wurde entfernt. Mal sehen, was es für Alternativen gibt. Fast jeder kennt Flappy Bird, das Spiel, über das wir uns alle aufregen, aber das wir trotzdem lieben. Nachdem es so beliebt wurde, kamen viele Entwickler auf die Idee, wir machen auch so eine App. Nach der Entfernung von Flappy Bird müssen wir daher die passenden Alternativen finden. In unserer Auswahl ist Splashy Fish von Massimo Guareschi, Penguin Flap von The Best Awesome New Cool Fun Games for Boys and Girls, Fly Birdie von Taptomic, City Bird von Maku Vitanen, Flappy Valentine von AMAXIM Apps und das Online-Spiel Flappy Bird von Nebitz Brivkani. Splashy Fish ist eigentlich das gleiche Spiel wie Flappy Bird, nur mit einem etwas anderen Design und anderem Sound. Statt Medaillen bekommt man zum Beispiel eine Krone oder goldene Flügel. Es hat nur wenig Werbung, die unten am Bildrand angezeigt wird. Penguin Flap ist etwas anders. Man hat 3 Leben und es ist noch schwerer, sich fortzubewegen. Nach unten geht immer, aber ich weiß nie, wie man es schaffen soll, durch die nächste Säule oben zu gelangen. Fly Birdie ist genauso wie Penguin Flap, außer dass die Löcher größer sind und auch bei diesem Spiel die Grafik sich veränderte. Es hat viel Werbung und wie Flappy Bird Medaillen. City Bird ist wieder eher wie Flappy Bird. Doch es ist schwerer, weil die Löcher nur sehr klein sind. Aber die Grafik ist gut und das Spiel ist flüssig. Leider hat es so viel Werbung, wie ich es noch nie in einem anderen Spiel gesehen habe. Flappy Valentine ist sehr pink und man fliegt mit einem Krokodil durch das Spiel. Sonst ist es wie Flappy Bird, außer dass das Krokodil anders fällt, was sehr verwirrend ist. Zu guter Letzt Flappy Bird. Flappy Bird ist Flappy Bird für den Computer. Es hat die gleiche Grafik, nur fehlt der Sound. Nach längerer Zeit tut der Finger weh und man fängt mit der anderen Hand an zu spielen. Und irgendwie bekommt man nicht den gleichen Rekord wie bei Flappy Bird. Nach unserer Meinung ist Splashy Fish die beste Alternative. Die Grafik ist nicht so schön, aber es hat nicht so viel Werbung. Darum steht City Bird nicht an erster Stelle. Bei Valentine ist für die, die die Farbe rosa mögen, schön. Für uns war es jedoch nichts. Penguin Flap und Fly Birdie ließen sich nicht so gut spielen. Wenn ihr Flappy Bird noch installiert habt, löscht es nicht, denn es ist unserer Meinung nach das beste Spiel dieser Art. Für den Computer und vor allem ohne Werbung können wir euch Flappy Bird empfehlen.